neuen Video aus meiner Küche. Heute gibt es was super Leckeres und zwar so eine Art Pasta Puttanesca mit und in Aubergine. So sieht es gleich aus. Ja, ich finde es super lecker, ich mag das sehr gerne. Es ist vegetarisch, aber es ist auch vegan möglich. Und zwar, wenn ihr Nudeln ohne Ei verwendet. Und ihr könnt aber auch noch zusätzlich Sardellen verwenden, dann ist es natürlich weder vegan noch vegetarisch. Genau, ich würde sagen, wir starten gleich los. Und ich bekomme heute Besuch zum Video Essen. Und zwar kommt meine Familie und falls ihr mir auf Instagram folgt, hier übrigens dezente Werbung, dann wisst ihr vielleicht schon, ich habe eine sehr große Familie. Deswegen mache ich heute die doppelte Menge. Wir brauchen Aubergine, Nudeln, Tomaten, Soße, Stücke, Dose, was auch immer, Salz, Pfeffer, Oregano, so kleine hübsche bunte Tomätchen, Kapern, Oliven, Zwiebel, Knoblauch und Olivenöl, das ich reingefasst habe. Super. Oben drüber wahlweise noch Pecorino oder Parmesan, wo wir wieder bei der veganen Geschichte wären. Und wie gesagt, wahlweise auch noch Sardellen. Als erstes müssen die Auberginen in den Ofen. Ja, in den Ofen, der sollte auch schon vollgeheizt sein. Bei mir läuft er und es ist draußen super heiß und hier unten vorm Ofen kommt noch die Hitze, also ja, hot. Ich war gerade so in Gedanken, ihr könnt den Strunk auch dran lassen, das schaut dann super schön aus. Ich habe gerade nicht nachgedacht und den mit runtergeschnitten. So, ich habe es jetzt hier auf dem Blech und ich schneide hier das Ganze noch so ein bisschen ein. Dann kommt noch ein wenig Salz drüber. Und das Ganze kommt jetzt im Ofen. Die genaue Zeit übrigens seht ihr auf meiner Homepage im Rezept. Dann geht's weiter mit Vorbereitung für die Soße. Und zwar schneiden wir da als erstes Zwiebeln und Knoblauch. So, die Pfanne schalte ich schon wieder an, schneidet die Zwiebeln und dann ist die Pfanne heiß, bis ich fertig bin. Immer optimal die Zeit nutzen. So, dann das Öl in die Pfanne, Zwiebeln und Knoblauch dazu. Und das lassen wir jetzt kurz anbraten. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon um das nächste, und zwar Oliven und Kapern. Oh, es riecht so gut. Hier gebe ich jetzt auch schon mal ein bisschen von dem Oregano dazu. Und Pfeffer. Und auch schon kleine Prise Salz. Als nächstes kommen jetzt die Tomaten dazu. So, und dann kommt auch schon die Tomate dazu. Ich habe wieder meine selbst eingemachte vom letzten Jahr. Sieht das nicht super aus? Das lasse ich jetzt kurz köcheln und in der Zwischenzeit mache ich hier eine kleine Chaosbeseitigung und die Auberginen brauchen auch noch einen Moment im Ofen. So, die Tomatensauce mache ich jetzt schon mal aus und jetzt kümmern wir uns um die Auberginen.
Wir brauchen einen Löffel. Und jetzt kratzen wir quasi das Innere ein bisschen raus. Die Auberginen sind jetzt fertig ausgehöhlt. Ich schiebe sie noch mal für ein paar Minuten in den Ofen und wir kümmern uns um das Innere. Aus dem könnt ihr jetzt entweder einen Aufstrich machen, einfach die kleinen schneiden und Feta dazu, Thymian, ein bisschen Salz, Pfeffer und ihr habt einen tollen Aufstrich. Oder ich gebe sie jetzt mit in die Soße. Und zwar schneide ich sie auch noch ein bisschen kleiner. So, Nudeln sind fertig. Ich erwärme jetzt noch mal kurz ein bisschen die Soße und dann mischen wir das alles zusammen. Ich dachte mir heute, ich mache es ein Ticken gemüsiger, deswegen habe ich hier noch Zucchini und Karottennudeln. Die packe ich jetzt, also die sind roh und ich packe sie jetzt einfach hier zu den normalen Nudeln. Dann können die da einfach noch so ein bisschen nachziehen und das reicht dann auch schon für die. Stehen übrigens nicht im Rezept, aber fühlt euch frei. Macht's, was ihr wollt. So, jetzt kommt die Soße zu den Nudeln. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, je nach Gefäß. Bei mir ist es heute so auf jeden Fall die praktischere Variante bei der großen Portion. Jetzt kann es noch einen kurzen Moment ziehen, so ein, zwei Minuten, und dann können wir auch schon anrichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Rezept findet ihr wie immer in andersküche.de. Den Link findet ihr unten. Und für mehr folgt mir auf Instagram. Schaut euch mein letztes Video, das ist jetzt vielleicht hier. Da habe ich nämlich über meine Ausbildung erzählt zur Köchin. Und fragt mich auch gerne noch, falls noch Fragen offen sind. Es ist sehr ausführlich und ich denke, es ist alles abgedeckt. Falls nicht, fragt. Bis zum nächsten Mal. Ciao ihr.